Mit diesem Pyromancer-Build beherrschte die Gegnermassen ohne Probleme und besiegt den Endboss in Sekundenschnelle. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video-Guide. Let's go! Emmanuel. Wir starten dazu mit unseren Klassentalenten und wir bewegen uns hier Anomalie-Power-typisch im untersten Teil des Talentbaumes. Wir nehmen hier automatisch die erhöhten Anomaliekraftknoten mit und setzen dabei auf die reduzierte Abklingzeit anstatt auf dem erhöhten Schaden. Der Grund liegt vor allem darin, dass wir vor allem zu Beginn, wenn unser Bild noch nicht so perfektioniert ist, vor allem darauf setzen, unsere Fähigkeiten so oft wie möglich einsetzen zu können, damit wir die großen Gegnermassen besser besiegen können. Unser Gesamtschaden leidet darunter nur sehr wenig. Ihr könnt die Gegner alle ohne Probleme sehr schnell auslöschen und auch der Boss fällt sehr schnell um. Wir bewegen uns hierbei durch den Baum bis hin zu den letzten Talenten, wo wir auch dort wieder die reduzierte Abklingzeit mitnehmen und zum Schluss natürlich den erhöhten Basisschaden unserer Explosivitätsfähigkeiten. Sobald ihr den Bild ein bisschen stärker habt und euch sicherer fühlt mit dem Pyromancer, könnt ihr die reduzierte Abklingzeit auch gegen erhöhten Schaden austauschen. Macht das nach Bedarf, je nachdem, ob ihr euch leichter oder schwerer tut zu überleben. Bevor wir dann nach oben wandern, nehmen wir hier noch ein sehr hilfreiches Talent mit, und zwar Phönixküken. Wir können damit alle 3 Minuten uns einmal wiederbeleben, sollten wir mal sterben. Ich empfehle euch, dieses Talent mitzunehmen und besser auf ein wenig Schaden zu verzichten, denn es gibt nichts Ärgerliches, wie mitten in einem Run zu sterben und wieder von vorne beginnen zu müssen. Wir bewegen uns danach in der Mitte steil nach oben und nehmen den erhöhten Schaden gegen Gegner mit, die schon unter 30% Leben haben, und klettern hier ganz nach oben, bis wir trotz Waffenstärke ein sehr sinnvolles Talent bekommen, und zwar jetzt wird's heiß. Dadurch erhöhen wir unsere Anomaliefähigkeit jedes Mal, wenn wir unsere Asche-Detonation verwenden, um 45%, und das verwenden wir einerseits, um die Gegner schnell auslöschen zu können und auch um beim Bossgegner sehr hohen Schaden austeilen zu können. Zu guter Letzt setze ich den letzten Punkt hier auf Feuersbrunst. Achtung, hier haben wir einen Übersetzungsfehler. In Wirklichkeit erhöht dieses Talent nicht euren Rüstungsdurchschlag um 15%, sondern euren Widerstandsdurchschlag. Und genau diesen Widerstandsdurchschlag verwandeln wir wieder mit der passenden Modifikation in Anomaliekraft und profitieren bei diesem Pyromancer-Build sogar doppelt davon. Und wie, das zeige ich euch jetzt bei den Pax-Talenten. Bei den Pax-Talenten bewegen wir uns ebenso im unteren Teil des Talentbaumes und nehmen hier zuerst Schmelzpunkt mit. Dadurch bekommen wir mehr Widerstandsdurchschlag, vor allem wenn wir Leben verlieren. Und das rentiert sich nicht nur einerseits, weil wir unsere Anomaliekraft dadurch erhöhen, sondern weil wir auch durch Sprengmeister unsere Explosivitätsfähigkeiten um den Widerstandsdurchschlag verstärken. Je mehr Widerstandsdurchschlag wir also haben, desto mehr Anomaliekraft und auch generellen Schaden können wir an den Gegnern verursachen. Danach gehen wir zur Konvektion, wodurch sich die Abklingzeit all unsere Fähigkeiten zusätzlich um 4 Sekunden reduziert, immer wenn sie alle auf Abklingzeit sind. Das haben wir bei unserem Bild regelmäßig, wodurch wir unsere Talente noch verlässlicher einsetzen können und so den Schaden und das Mob-Clearing besser beherrschen können. Zu guter Letzt bewegen wir uns hier dann wieder nach unten, wodurch unsere Anomaliekraft für jede Abklingzeit um 30% erhöht wird. Und zu guter Letzt kommen wir zur Auslösesequenz. Ähnlich wie beim Verwüster stapelt sich so der Schaden unserer Explosivitätsfähigkeiten, und vor allem bei Bossgegnern und Elite-Gegnern merkt ihr sofort, wenn eure zweite und dritte Eruption noch mehr Schaden anrichtet. Zu guter Letzt kommen wir natürlich noch zu den Aufstiegspunkten. Hier setzen wir ganz klassisch zuerst auf Anomaliekraft und danach auf Anomalie-Schadenserhöhung, wodurch unser Schaden einfach grundlegend erhöht wird. Danach gehe ich hier auf Widerstandsdurchschlag, weil wir hier eben doppelt profitieren, einerseits durch die Anomaliekraft-Umwandlung, andererseits durch unsere Pax-Talente, und als nächstes werde ich dann auf den erhöhten Schaden gegen Elite-Gegner gehen, damit einfach Bosse und Mini-Bosse schneller sterben. Bei den Fähigkeiten haben wir zum einen mal Eruption, was unsere Hauptschadensfähigkeit ist. Wir lassen einen riesigen Vulkan aus dem Boden sprießen, er verursacht extrem hohen Schaden an allen Gegnern, ihr könnt kleinere Gegner damit sofort töten und Bossgegner gehen damit auch total schnell down aufgrund unserer passenden Pax-Talente. Und mit dem richtigen Rüstungsset, welches ich euch noch vorstellen werde, habt ihr hier einen doppelten Schaden bei noch weniger Abklingzeit. Danach gehen wir zur Asche-Detonation, wodurch wir unsere Gegner zum Stillstand bringen und mit dem darauffolgenden Talent Überhitzung Schaden verursachen. Normalerweise verursacht Überhitzung nur sehr wenig Schaden, hier in meinem Fall 18.000, jedoch wenn Gegner schon beim Brennen sind, erleiden sie 234.000 Schaden. Und wir werden das noch mehr verstärken, indem wir dann durch die passenden Modifikationen dafür sorgen, dass auch Gegner, welche durch Asche betroffen sind, auch zusätzlich diese 234.000 Schaden erhalten und wenn sie Brennen und Asche haben, noch mehr.
mehr. Wie das geht, zeige ich euch jetzt bei der Ausrüstung. Kommen wir zunächst zu den Waffen und hier empfehle ich euch ein leichtes Maschinengewehr. Ich habe hier die Mythos und vor allem setzen wir hier auf die Raserei des Magiers. Ihr kennt das Talent bereits von den anderen Builds. Wir können damit unsere Anomaliekraft erhöhen und sorgen damit vor allem bei Bossgegnern, dass diese sehr schnell down gehen. Ohrzeichen ist hier auch eine sehr gute Fähigkeit für Bossgegner, weil wir dadurch den Schaden, den der Boss erleidet, nochmal um 10% erhöht. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, kleinere Gegner zu clearen oder bei den Räumen überfordert seid, könnt ihr auch auf eine Waffe mit Feuersturm umswitchen. Dadurch lasst ihr einen Feuersturm auf die Gegner runterbrennen, diese erleiden eine Verbrennung und diese Verbrennung nutzen wir dann zusammen am besten mit der Asche-Detonation, um mit Überhitzung die Gegner sehr schnell ausschalten zu können. Bei der Ausrüstung setzen wir dann auf das Rüstungsset der Lavaleiche. Durch den Set-Bonus erhöht sich der Schaden unserer Eruption, also dieses Vulkanausbruches, um 100%, das heißt auf gut Deutsch eine Verdoppelung des Schadens und gleichzeitig reduziert sich die Abklingzeit um 30%, wodurch wir unsere Eruption ständig verwenden können, nicht nur bei Bossen, sondern vor allem auch bei kleineren Gegnern und so die Räume verlässlicher clearen. Von den Statuswerten her setzen wir immer auf Anomaliekraft und im zweitbesten Fall auf Abklingzeitreduktion, damit wir unsere Fähigkeiten rascher verwenden können. Lebensentzug durch Fähigkeit ist ebenso praktisch, damit ihr besser überlebt. Mit Statuskraft erhöht ihr im besten Fall noch den Schaden eurer Verbrennungen. Bei den Modifikationen zeige ich euch kurz, mit welchen Modifikationen ich spiele, warum diese so gut funktioniert und zeige euch dann im Anschluss auch, welche Modifikationen ihr unbedingt braucht, damit der Build auch ordentlich funktioniert. Kommen wir hierzu zuerst zum Meisterverbraucher und das ist eine dieser Must-Have-Modifikationen. Normalerweise verursacht unsere Überhitzung nur dann erhöhten Schaden, wenn die Gegner, welche davon getroffen werden, beim Verbrennen sind. Mit dieser Modifikation erhalten sie diesen erhöhten Schaden auch, wenn sie von Asche belegt sind. Und das erhalten sie bei unserer Rotation dadurch, dass wir mit Asche-Detonation spielen. Wir können also die Gegner mit Asche-Detonation einäschern und danach mit Überhitzung den Rest geben. Wenn die Gegner dabei auch noch brennen, bekommen wir noch mehr Schaden, macht sich bezahlt bei Elite-Gegnern. Daneben habe ich hier Machtassimilation, ein netter Bonus, aber nicht notwendig, und Magma-Decke, wodurch sich der Schaden über Zeit unserer Eruption erhöht. Dieses Talent macht sich spürbar bemerkbar, vor allem bei Boss-Gegnern, weil diese lange in diesen Eruptionsvulkanen stehen und dadurch erhöhten Schaden erhalten. Auf jeden Fall ein nice to have. Auf der Brust starten wir los mit Pompeii, eine sehr wichtige Modifikation, damit wir unsere Eruption ein zweites Mal verwenden können, bevor sie auf Abklingzeit geht. Ebenso praktisch und auch sehr hilfreich ist Giga-Explosion. Diese Modifikation hilft vor allem bei den Räumen der großen Gegnermassen, da eure Eruption dadurch großflächiger wird, mehr Gegner trifft und die Gegner dadurch verlässlicher sterben. Bei den Hosen kommen wir dann zu verbesserten Schaden. Eine Modifikation, die hier bei dieser Hose automatisch mitkommt, wir gerne mitnehmen, wodurch unsere Eruption mehr Schaden verursacht. Wichtig ist hier jedoch erhöhte Dauer, wodurch unsere Eruption, wenn der Vulkanausbruch stattfindet, 50% länger anhält. Das bedeutet im Umkehrschluss, Gegner bleiben länger davon betroffen, Bossgegner erhalten mehr Schaden und wir tun uns um ein Vielfaches einfacher, die Räume zu klären und den Boss zu legen. Bei den Handschuhen haben wir zwei ganz wichtige Modifikationen, die absolut notwendig sind. Zum einen haben wir Ätna. Mit Ätna können wir unsere Eruption noch ein weiteres Mal ausnutzen, sprich ein drittes Mal, bevor sie auf Abklingzeit geht. Zusätzlich verursachen wir dann auch mit unserer Eruption Verbrennung bei den Gegnern, wodurch wir dann einen erhöhten Schaden erhalten, wenn wir unsere Überhitzung verwenden. Mit Todesurteil haben wir eine sehr praktische Modifikation, da wir sehr oft mit unserer Asche-Detonation spielen und diese einsetzen, erhalten die Gegner, welche davon betroffen sind, 5 Sekunden lang 30% mehr Anomalieschaden. Zu guter Letzt habe ich auf den Schuhen noch unsere Lieblingsmodifikation bei Anomalie-Power-Builds unaufhaltsam. Da wir durch unseren Build und den Bugs-Talentpunkten vermehrt auf den Widerstandsdurchschlag schauen und durch die passenden Klassentalente schon automatisch 30% davon mitnehmen, können wir diese 30% Widerstandsdurchschlag in Anomaliekraft umwandeln. Wir dürfen dabei auch nicht auf unser Bugs-Talent Schmelzpunkt vergessen, mit welchem wir 50% Widerstandsdurchschlag dauerhaft bekommen und wenn wir etwas Leben verlieren, sogar 30% und dadurch einfach während dem Kampf dauerhaft mehr Anomaliekraft und Schaden erhalten. Ungezähmte Macht war hier schon dabei, dies ist nicht absolut notwendig, hilft aber, wenn ihr von Gegnern umsingelt seid, da ihr dann mit euren Fähigkeiten Anomalie-Explosionen auflöst und dazu zählt eben auch der Nahkampfangriff. Wie erstellt ihr euch nun diesen Build so schnell wie möglich, um von diesen tollen Damage-Zahlen zu profitieren? Euer erster Schritt ist es diesmal, die Must-Have-Modifikationen zu haben. Mit dem Rüstungsset, welches wir später besprechen, geht der Build zwar viel besser von der Hand, aber auch ohne den passenden Rüstungsset funktioniert dieser Build. Ihr braucht dazu die folgenden Modifikationen. Pompeii, damit ihr eure Eruption ein zweites Mal auslösen könnt. Ätna, damit ihr eure Eruption ein drittes Mal auslösen könnt und die Gegner dadurch gleichzeitig eine Verbrennung erleiden. Natürlich auch Giga-Explosion,
Eruption, damit die Eruptionen eine größere Reichweite haben und ihr die Räume besser clearen könnt. Und erhöhte Dauer, damit eure Eruption auch mehr Schaden zufügt, vor allem bei Bossgegnern. Zu guter Letzt Meisterverbraucher, damit auch eingeäscherte Gegner den erhöhten Überhitzungsschaden erhalten und ihr somit die Gegner besser unter Kontrolle habt. Euer nächster Schritt sollte es dann sein, 3 Setteile der Lavaspinnenleiche zu erhalten, damit eure Eruptionsschäden noch gewaltiger werden und die Eruption öfter einsetzbar ist. Danach optimiert ihr euren Bild, indem ihr noch gewisse schadenserhöhenden Mods bekommt, wie zum Beispiel Magmadecke, Unaufhaltsam oder auch verbesserter Schaden für eure Eruption. Wie spielt ihr nun diesen Bild am besten? Zum Clearen der Räume mit den vielen Gegnermassen setzt ihr zuerst Aschedetonation ein und danach Überhitzung, damit diese erhöhten Schaden erhalten. Danach verwendet ihr eure Eruption, welche die meisten Gegner besiegen sollte, und danach sollte durch unsere Skills die nächste Aschedetonation und Überhitzungskombi bald wieder einsetzbar sein. Bei Bossgegnern läuft es ein klein wenig anders ab. Hier setzen wir zuerst Überhitzung ein, dann Aschedetonation, damit der Boss von Asche befangen ist und mehr Schaden erleidet. Danach setzen wir 5 kritische Kopfschüsse ab, damit wir mit Raserei des Magiers die erhöhte Anomaliekraft erhalten. Und dann zu guter Letzt 3-mal unsere Eruption, und der Bossgegner sollte zur Hälfte oder sogar 2/3 schon down sein, und mit einer Wiederholung ist er dann ganz am Ende. Ich hoffe, dass euch der Guide gefallen hat, und vergesst nicht, mir ein Abo zu hinterlassen, damit ihr keine weiteren Outriders Guides mehr verpasst. Und wir sehen uns schon ganz bald wieder, vielleicht auch montags auf Twitch, wo ich ab 18 Uhr euch gerne durch Expeditionen und Dungeons ziehe. Bis dahin, alles Gute, euer Emmanuel.